Guten Tag, liebe Sprembergerinnen, liebe Spremberger. Ich beginne heute mit einem ernsten Thema. Es ist noch nicht so lange her, da hatten wir eine große Aktion auf dem Spremberger Marktplatz, wo es darum ging, einem Kind zu helfen, was an einer schweren Krankheit leidet. Und es gibt einen zweiten Fall in Spremberg, Lukas. Lukas Heinrich braucht auch unsere Hilfe. Eine Spendenkampagne wurde gestartet, Leukämiehilfe für Lukas Familie. Im Anschluss an meinen kurzen Beitrag werden Sie die Kontaktdaten sehen. Bitte teilen Sie das und wenn es Ihnen möglich ist, bitte unterstützen Sie auch. Jede Hilfe wird gebraucht. Ich möchte Sie heute auch noch einmal darum bitten und auch dazu informieren, dass Sie sich an der Erarbeitung unseres integrierten Stadtentwicklungskonzeptes beteiligen. Das ist wirklich eine ganzheitliche Herangehensweise an die Entwicklung unserer Stadt, weil eben wirklich alles miteinander zusammenhängt und weil die Entwicklung einer Stadt wie Spremberg wirklich gut vorbereitet und geplant werden muss. Da ist einmal die demografische Entwicklung, wo wir ja feste daran arbeiten, dass sich das ändert, dass wir nicht alle zusammen im Durchschnitt älter werden und weniger werden, sondern dass es uns gelingt, aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung, dass wir mehr werden und dass wir im Durchschnitt auch jünger werden. Aber auch das Thema Klimaanpassung wird eine Rolle spielen und natürlich die kommunale Daseinsvorsorge. Was ist das? Kita, Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur, also Straßen, Wege, was auch immer. Und natürlich nicht zu vergessen die vielen Freiwilligenleistungen. Wo sollen die Schwerpunkte gesetzt werden? Ich will es an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Es hängt ganz viel davon ab, dass wir hier in und um Spremberg eine starke Wirtschaft haben, weil dann können wir selbst entscheiden, wie wir uns entwickeln wollen. Bitte bringen Sie sich ein. Eine öffentliche Veranstaltung gibt es am 4. Oktober in unserem Kino. Wir beginnen um 17 Uhr. Zum Schluss noch etwas zu einer Frage oder zu Meinungen, die mich erreicht haben. Vor dem Spremberger Rathaus wehen jetzt drei Fahnen und die werden immer da wehen, außer an den Tagen, wo die offizielle Beflaggung angeordnet wird durch unser Innenministerium. Die Fahne von Spremberg, die Fahne mit der Friedenstaube und die Fahne der Lausitz bzw. der Sorben und Wenden in der Lausitz. Warum machen wir das? Weil es unsere Identität ist. Wir sind Spremberg, wir sind die Lausitz und der Frieden ist für uns alle wichtig. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.